Möge die dritte Runde beginnen! Ui, ein Sieg in Speda! Und sein Gefährte Esteban Noviembre! Bereit, die Klingen zu kreuzen, sind Herr Alarich von Rivero und sein Weg. Wow! Abitus von Roche Baron! Damals! Nicht mit uns, Mann! Und? Yes, Baby! Es ist mal hilft mit! Ja, Baby, ja! Was ist hier los? Alter! Lass Esteban gefälligst in Ruhe. Wie ist es doing? Ja, tut's weh, wa? Ich finde den Sound auch cool. Also, das klingt auch so richtig hart, wenn man da zuschlägt. Waffen können dem ständigen Kampf nicht standhalten. Irgendwann brechen sie. Okay. Und wenn ich zart zuschlage? Sie sind nicht für... Wenn eine Waffe kaputt ist, richtet sie weitaus weniger Schaden an. Das sieht man gerade bei dem Stummel. Noch wichtiger, manche Bewegungen sind damit unmöglich durchzuführen. Also sei vorsichtig. Ich werde kein Turnier wegen eines zerbrochenen Schwertes verlieren. Okay, also L... Ah, meine Waffe ist hinüber. Also Stummel, also das hat man ja auch schon zweimal. Diese Waffe ist so gut wie neu. Ah, okay, cool. So. Und wie soll das jetzt als nächstes... Perfekt. Da hat der Schmied ganze Arbeit. Nur noch ein Kampf, Esteban. Der Sieg ist zum Greifen nah. Also, Moment. Wenn wir das... Es ist, als ob die Lorbeeren schon auf deinem Kopf säßen, hombre. Wenn wir das hier als Tutorial-Dingens haben... Wie sie glänzt. Ich will gar nicht wissen, was wir jetzt im Turnier machen müssen. Ich habe da schon so eine leise Ahnung. Möge die vierte und letzte Runde der Kämpfe beginnen. Sieh, wer da ist. Und hier ist er. Bereits ordiniert als Fürst des Heiligen Kreuzzugs, Balduin von Flandern. Ernsthaft? Helgaut von Lohm-Drewin. Dance, irgendwelche Vorschläge? Ja, lass uns gewinnen. Was? Mit dem Stummel? Ernsthaft? Unglücklicher Streich! Die Herren Dewey und Noviembre haben kaputte Waffen gezogen! Okay, jetzt versuche ich mal ein Stückchen auf Distanz zu kommen. Also, mit der Waffe können wir leider nicht blocken oder sonst ähnliches tun. Wir können versuchen, ihm dennoch Schaden zuzufügen. Aber wahrhaft Schaden... Können wir ihm nicht. So. Yeah, Baby. Gib mir ein Schwert. 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 So. Hier kann ich empfehlen, am besten schnelle Schläge. Also mit Y macht man ja die schnellen Schläge. Mit X macht man ja hier diese etwas härteren Schläge. Von denen würde ich abraten. Yes. Geht doch. Ihr glaubt, ihr seid besser als ich dabei. Oh ja. Niemals. Dies ist noch nicht vorbei. Nein. Mir gefällt diese Ungleichheit nicht. Sieh es als Chance, ihnen zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ja, das ist aber echt Ungleichheit. Hier, schaut euch an, was der alles an Rüstung hat hier. So, jetzt haben wir jedenfalls ein Eisengroßschwert. Und... Na. Ordentlich in der Mitgehe, Mann. Bam! Yes, Baby! Der hält ganz schön was aus hier.
jetzt nicht mehr. Ihr werdet mich nicht besiegen. Alter, gib auf! Anscheinend kann das hier jeder, oder? Wie überraschend. Na, nicht schon wieder. Du schaffst es, Esteban. Der Sieg ist unser. So habt ihr also Dagae besiegt. Ihr gehört auch zu dieser Maskerade. Wie interessant. Ihr werdet nicht gewinnen. Esteban, nimm doch ein langes Schwert. Okay. Und jetzt! Das gefällt mir sehr. Dieser Move. Ja. Easy doing. Was jetzt? Wollt ihr noch mehr? Jetzt verwandelt er sich nochmal in den Ballrock. Der Junge, der beide weiß Kühnheit. Verhandelt mit ihm. Bietet ihm eine Chance, unsere Armee beizutreten. Wie ihr befehlt, werden wir seinen Gefährten benötigen? Den alten Spanier? Ja. Wie war sein Name? September, oder? Nee, November, Freund. November. Wohl irgendein Monat im Jahr. Ja, wohl irgendein Monat im Jahr, genau. Goodbye. Gut. Ey, das ist so, so Psychopath. Ich habe dich gebeten, mir zu helfen. Und ich danke dir dafür. Erklär mir das, Amigo. Was ist dieser Fluch? Wieso sehe ich verbrannte Männer und flammende Skelette? Keine Sorge. Wir werden uns vom Fluch befreien. Wir werden einen Weg finden. Ach, das ist das, was hier drauf stand auf der Verpackung. Deswegen, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Also, mit anderen Worten, die jemanden töten, werden dann halt auch, sprich, getötet. Also, weil der Tote, der hatte ja auch Schwerter. Also, so würde ich das jetzt deuten. Und sobald man jemanden tötet, ist man verflucht. Könnte ich jetzt so meinen. Aber vielleicht, ich hoffe, das wird auf alle Fälle uns noch bestimmt erklärt. Achso, jetzt hier erstmal. Tutorial-Nachrichten. Der Tempelfluch macht sie stärker und schneller. Setzen Sie diesen unheiligen Kraft ein, um Ihre Gegner den Gar auszumachen. Drücken Sie LB, um den Fluch zu aktivieren oder zu beenden. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn wenn die Fluchanzeige leer ist, zerrt der Fluch an Ihrer Seele. Okay. Die Herren Debay und Noviembre? Herr Noviembre, das klingt edel. Wie kann ich euch dienen? Der ehrenwerte Gottfried von Villadouin möchte euch informieren, dass ihr eingeladen seid, euch der höchstheiligen Armee anzuschließen, die morgen gen Jerusalem zieht. Ihr seid in seinem Lager außerhalb der Stadt willkommen, von wo aus die Armee aufbrechen wird. Ich danke euch. Wo liegt dieses Lager? So, Errungenschaft! We are the champions, my friend! So, okay. Ja, ein B, aber trotzdem. Wir waren echt sehr geil, wa? Muss man so sagen. Und wir haben 4 Siegpunkte errungen. Sehr schön. Der Fluch. Willkommen im Fluchmenü. Hier können Sie überprüfen, wie gut Sie mittlerweile den Fluch beherrschen. Setzen Sie Ihre gesteigerten Wahrnehmungen ein, um die Schwachstellen von Gebäuden zu entdecken. Nähern Sie sich dazu einer Wand, während der Fluch aktiv ist, und drücken Sie A. Okay. Wie komme ich jetzt in das Fluchmenü? Oh, hier, Speer! Mann, das ist mir gerade erst aufgefallen. Der vertikale Schlag, das war klar, aber den hier fand ich richtig cool.
Also das ist mal richtig geil. Kreuzschlag. Okay. Doppelharpune. Geil. Fluchnächte. Also ich finde den Speer schon... ist eine geile Sache. Komm hier, Bestrafung. Wie sieht die aus? Haha, geil. Oh, hier eine Axt. Geil. Axt. Was haben wir da? Axt, Körperschlag. So, Zögerhieb. Zack, zack, zack. Okay, schlechter. Zack, zack, zack. So, was haben wir hier? Entbeiner. Ausweiter, okay. Und wie geht's hier weiter? Au, Schredderhieb. Schredderhieb möchte ich sehen. Zack, 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 zack. Okay, hoffen wir mal darauf, dass wir eine Axt bei dem nächsten Mal bekommen, weil hier braucht man dann bloß Y, Y, Y drücken und so weiter und so fort. Also deswegen bin ich jetzt hier mal auf unten gegangen und hoffe einfach mal, dass wir jetzt im folgenden Spiel eine Axt bekommen. So, denn der schleppt ja eh alle Waffen mit rum. Eine Jagd bei Mondschein. Sag, Dance, du nimmst diese Crothara-Sache wirklich ernst, hm? Ja, der Kreuzzug ist meine Hoffnung, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Erklär mir das, Amigo. Willst du damit reich werden? Oder mit ein, zwei exotischen Chicas? Nichts so Belangloses. Es ist... mein Vater, er ist niemals aus Jerusalem zurückgekehrt. Ah, also hat dein Vater im letzten Kreuzzug gekämpft. Ja, er war ein erfahrener Kämpfer. Ich war noch ein Junge, als er loszog, um unter der Standarte von König Löwenherz zu kämpfen. In seiner Abwesenheit. Nun, mein Onkel, er... Sag schon. Er hat meine Familie zugrunde gerichtet. Er hat uns alles genommen. Unser Zuhause, unser Land. Nur mein Vater kann dies in Ordnung bringen. Und ich muss ihn finden. Warte, Caballero. Nur damit ich das richtig verstehe. Alles, was wir bisher getan haben, geschah, weil du glaubst, dass dein vermutlich toter alter Mann vom Kreuzzug zurückkehrt, um im Alleingang ein ganzes Schloss zurückzufordern. Ja. Bist du wahnsinnig oder nur ein Idiot? Mein Vater ist der rechtmäßige Erbe. Er kann meinem Onkel nehmen, was diesem nicht zustand. Madre de Dios, steh mir bei. Er hat sie nicht alle. Lass uns eins klarstellen, Spanier. Mir ist es gleich, was du denkst. Und ich werde meinen Vater um jeden Preis finden. Aber ich sag mal... Und du planst das zu tun, während wir vom Tod höchstpersönlich gejagt werden? Das war eine unvorhergesehene Komplikation. Du wirst mich noch brauchen. Ich glaube, ich sollte dich begleiten. Ich weiß nicht, ob das so... Da sind sie! Hört her! Niemand erniedrigt Balduin von Flandern. Ihr bezahlt für eure Beleidigung mit Blut. Na, sind wir mal gespannt. Oh, hier unser... Ihr kämpft, schließt euren Frieden mit Gott. Großschwert. Bringen wir es schnell hinter bei. Uns. So, den hätten wir schon mal. Jetzt gehen wir mal hier gleich auf den nächsten rüber. Hoffen darauf, dass der hier wieder mit seiner Waffe ankommt. Yeah, baby. Und zack. So, schön ins Herz gestochen. So, den lassen wir doch gleich mal von unserem Schwert drauf machen. Mörder! Lance, die meinen es ernst. Sie wollen uns umbringen. Ja, dieser Balduin muss sich wirklich für einen Helden halten. Ah, Schlitzer.